Hi und willkommen bei Teil 4 meiner Rosenreihe. Heute möchte ich euch die Glasrose zeigen. Die habe ich selber halt bei YouTube auch wieder gesehen und fand sie total schön. Und ja, jetzt möchte ich euch eigentlich nur zeigen, wie die gemacht wird oder wie die in diesem Video gemacht worden ist. Ich nehme wieder einen dünnen Pinsel. Den Tipp habe ich schwarz grundiert mit einem Schwarz ohne Schwitzschicht. Und brauche jetzt eigentlich erstmal nur Weiß und ein Versiegelungsgel. Ich habe jetzt eins ohne Schwitzschicht genommen. Und beginne jetzt erstmal mit der Innenrose, dem Innenblättchen, indem ich mir so einen kleinen Halbmond ziehe. Tauche jetzt den Pinsel in das Versiegelungsgel ein und ziehe mir nur so ein bisschen hier raus. Das soll es da jetzt schon gewesen sein. Pinsel wieder abstreifen und die nächste. Das nächste Blättchen zeichnen und wieder mit dem Versiegelungsgel so eine Art Halbmond dann immer ausarbeiten. Jetzt kommt das nächste und die setzt ihr wirklich immer so überlappend aneinander an. Das ist das Wichtige eigentlich, dass die sich immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob überlappen das richtige, falsche Wort ist, das richtige Wort ist. Ich streiche den Pinsel nach dem Weiß immer ab und tauche dann erst in den Versiegler ein. So, nächster Step. Und hier überlappen die sich wieder da unten. Und ins Versiegelungsgel und das Ganze wieder rausziehen. Auch hier noch so ein bisschen rüber. Und den Rest, das funktioniert jetzt immer im gleichen Prinzip, rundherum, werde ich jetzt im Schnelldurchlauf laufen lassen. Das lasse ich jetzt einmal komplett durchhärten. Im nächsten Arbeitsgang bekommt die Rose jetzt noch so Konturstriche. Thank you.
komplett aushärten. Und jetzt benutze ich ein Glasgel, die konnte man so kaufen von Lack & Go, von Trend Nails. Allerdings kann man auch jeden anderen UV-Lack nehmen und den mit ein bisschen Versiegler wieder mischen. Und dann hat man diesen gleichen Effekt. So, und damit lackiere ich jetzt den ganzen Nagel einmal. Den habe ich auch schon ewig lange und habe auch nicht viel damit gemacht bis jetzt. Außer, glaube ich, mal ein Design gezaubert. So, und jetzt kriegt die Rose nochmal eine ganz andere Dimension. Ich finde, die sieht super schön aus so. Und ja, das Ganze jetzt auch nochmal zum Aushärten in die Lampe. Dann versiegel ich das und dann hole ich euch fürs Endergebnis wie immer zurück. Ist auch mal der gleiche Satz. Da ist das Endergebnis von meiner Glasrose. Ich habe auch vorher eins ausprobiert in Bunt. Das lege ich euch jetzt mal dazu. Ich finde die in Rot besser gelungen, weil ich da das Weiß kräftiger habe auslaufen lassen als bei dieser Rose. Bei der Rose war ich noch viel zu zaghaft und habe viel zu viel von dem Versiegelungsgel benutzt, sodass es zu sehr auslaufend war, das Weiß, und nicht mehr so ganz zu erkennen ist. Deswegen finde ich, dass bei dieser Rose hier der Effekt 1000-mal schöner rüberkommt. Ja. Das war jetzt Nummer 4, glaube ich. Ja. Und ich hoffe, auch das Video hat euch gefallen. Es ist eine andere Art, eine Rose zu machen. Und ich finde diesen Glaseffekt unheimlich schön. Und jetzt kommt noch ein Video in der Reihe. Zumindest ist es soweit geplant. Und das ist jetzt was ganz Einfaches oder einfacher für die, die nicht so gut malen können. Da werde ich diese Wraps verarbeiten, euch zeigen, wie die funktionieren. Und das ist dann für die, die nicht so gerne malen, eine Alternative. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis bald.